Schauen wir mal, ob wir heute ein Video schaffen, in dem kein Krankenwagen durchfährt. Falls doch, postet mal einen Krankenwagen in die Kommentare. Wir gucken heute mal, was ich in den vergangenen Wochen alles aufgebraucht habe aus meinem Beauty-Vorrat. Ich habe ja vor kurzem erst gezählt, was da alles drin ist. Ich habe aber auch im Vorfeld schon einiges verbraucht und das zeige ich euch heute. Wenn ihr mir schon ein bisschen länger folgt, dann wisst ihr auch, dass ich Project Pan mache, wo ich ja ein paar bestimmte Produkte aufbrauche und da eben meinen Fortschritt dokumentiere, sagen wir es mal so. Ich brauche natürlich auch andere Sachen ganz normal in meinem Alltag auf und darum wird es heute gehen. Ich habe hier wie immer meine Tüte, die ist auch diesmal relativ voll. Ich verlinke euch mal die Playlist dazu, falls euch solche Videos gefallen. Und dann starten wir mit der ersten Sache. Das erste, was ich aus der Tüte gezogen habe, ist das hier von Balea Professional Wachstum und Stärke Shampoo. Ich weiß gar nicht, ob ich mir davon auch die Spülung gekauft habe. Ich glaube nicht. Eventuell kommt die noch in dieser Tüte. Wir werden es herausfinden. Das habe ich vor einiger Zeit schon aufgebraucht. Bei Shampoo ist ja immer, man sucht sich raus, mit welchem Argument man sich selbst irgendwie moppen möchte. Das jetzt für kraftlos und brüchiges Haar. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich kraftlos und brüchiges Haar habe, aber ich fand hier Wachstum und Stärke ganz gut. Ich wollte vor einiger Zeit, bevor ich mir die Haare geschnitten habe, wieder ganz lange Haare haben und dachte, da ist sowas nicht verkehrt. Dann habe ich jetzt aber dann auf halbem Weg entschieden, ach nee, ich möchte sie doch wieder kurz haben und habe sie wieder kurz geschnitten. Aber das war der Grund, warum ich mir so ein Wachstum und Stärke Shampoo gekauft habe. Fand ich ganz gut. Ich finde auch diese Balea Professional Sachen nicht schlecht eigentlich. Kann auf jeden Fall mit anderen teuren Marken mithalten. Roch ganz angenehm. Ja, kann ich mich nicht beklagen. Fand ich ganz gut. Dann als nächstes habe ich einen Seifenspender von Balea Natural Beauty pflegende Handseife. Auch die mochte ich ganz gerne. Ich bin ja jemand, ich kaufe mir dann gerne diese Nachfüllpacks, um es wieder aufzufüllen. Und da ist jetzt aber hier der Pumpspender kaputt. Der funktioniert nicht mehr richtig, deswegen muss ich das entsorgen. Ich mochte bei dem Geruch sehr gerne, dass es nicht so intensiv riecht. Also man riecht den Duft, wenn man sich die Hände wäscht, aber dann verfliegt es auch relativ schnell wieder. Finde ich bei Handseifen sehr, sehr angenehm, wenn das so ist. Und ja, kann ich empfehlen. Dann als nächstes ein Schaumbad. Ich habe ja jetzt in dieser Wohnung endlich wieder eine Badewanne und ich zelebriere es sehr gerne. Ich lege mich sehr, sehr gerne in die Badewanne und lese ein Buch. Und dann nutze ich auch ganz gerne so einen Duft, den man damit reinschmeißt. Und hier hatte ich jetzt von Alverne ein Aromaschaumbad mit Lavendel. Das roch leider nicht so intensiv. Also das hätte ein bisschen mehr riechen können. Es schaumt ganz gut, es macht einen ganz schönen Schaum in der Badewanne, aber es riecht leider nicht so gut. Ne? Also diese Verpackung, die suggeriert, dass es eigentlich extrem nach Lavendel riecht, aber leider riecht es gar nicht so stark nach Lavendel. Also könnte ein bisschen intensiver sein. Ist okay, aber ich glaube, ich würde es mir tatsächlich nicht nochmal kaufen, weil ich mir wünschen würde, dass es intensiver riecht. Dann als nächstes ein Nagellackentferner von Today. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ist es Aldi? Ist es Lidl? Keine Ahnung. Irgend so einer zum Nagellack entfernen. Funktioniert gut. Ja, ich habe mir jetzt wieder irgendeinen nachgekauft, aber da habe ich keine spezielle Marke, die ich immer wieder kaufe. Ich habe auch das Gefühl, dass die alle immer gleich sind, also dass es keinen Unterschied macht, sondern dass es einfach nur, da wird ein anderes Logo drauf gedruckt, aber die werden alle in der gleichen Fabrik abgefüllt. Das ist mein Bauchgefühl, keine Ahnung, ob das stimmt, aber ja, kann man machen und kaufe ich nach, wenn es leer wird. Habt ihr irgendeinen Nagellackentferner, wo ihr sagt, das ist der beste auf der Welt, der bekommt alles ruckzuck runter, weil nach meinem Gefühl sind die immer alle sehr gleich und sehr ähnlich. Dann kommt ein Produkt, bei dem ich ein bisschen traurig bin, dass wir es aussortieren. Aber das ist das hier von Blütezeit Naturkosmetik. Eine Feuchtigkeitscreme. Und die ist noch sehr voll. Also da fehlt vielleicht ne, so viel. Aber von der kriege ich Pickel und die funktioniert überhaupt nicht. Und dann dachte ich, ach, dann benutze ich die einfach als Handcreme. Aber auch da hat es meiner Haut nicht gut getan. Ich glaube, die ist gekippt oder irgendwas ist da drin, auf das ich allergisch reagiere. Ich weiß es nicht, es könnte beides sein. Aber dieses fast volle Produkt muss ich leider entsorgen, weil ich es absolut nicht vertrage und ich nicht weiß, ob da irgendwas drin ist, was ich nicht vertrage oder generell irgendwas drin ist, was nicht so gut auf der Haut funktioniert. Und deswegen muss ich es leider entsorgen, obwohl es voll ist. Deswegen empfehle ich euch, habt keinen großen Beauty-Vorrat, sondern habt nur das, was ihr wirklich aufbraucht bei euch zu Hause. Weil das ist sehr, sehr traurig. Ach, guck mal, eine Zahnpasta. Odol Med 3 haben wir hier. Eine XXL-Packung, lustige Geschichte dazu. Ich war unterwegs bei einem Hotel, habe vergessen, eine Zahnpasta zu kaufen. Und die einzige, die es gab, war dann diese hier, diese XXL-Packung. Okay,
Also hatte ich sehr, sehr lange diese Zahnpasta. Ja, hat ihren Job erfüllt, ist okay. Bei Zahnpasta bin ich auch so ein bisschen sprunghaft und nehme einfach das, was gerade irgendwie verfügbar ist. Und ja, Odol mit 3 kann man machen. Die XXL-Packung kann man auch machen. Die hält sehr, sehr lange auf jeden Fall. Ach, guck mal. Das hier. Inau. Heißt es Inau? Inau? Inner and Outer Beauty. Ah, Inner and Outer Beauty wird zu Inau. Inner and Outer. Ja, okay. Schlau. Das sind Vitamin-Gummibärchen von Essence. Ich fand die von der Konsistenz irgendwie spannend. Die waren nicht so richtig wie Gummibärchen, ne, mit Gelatine, aber auch nicht so richtig wie die veganen, die dann so in den Zähnen überall hängen. Die waren irgendwie so ein Zwischending. Fand ich ganz okay. Keine Ahnung, ob das irgendeinen Unterschied macht. Ich habe die geschenkt bekommen und habe sie dann einfach aufgebraucht. Ich habe jetzt an mir keinen riesigen Unterschied festgestellt. Also geschadet hat es nicht. Richtig einen Vorteil hatte es wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, solche Sachen sind einfach Marketing und ja, bringen relativ wenig. Zumindest wenn man sich ausgewogen ernährt, ist so mein Gefühl. Also nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, das brauche ich jetzt jede Woche oder jeden Monat, weil das ist absolut genial. Habt ihr dazu Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Dann als nächstes ein Standard bei mir, das Rexona Maximum Protection Deo. Das ist bei mir das Einzige, was wirklich gut funktioniert für mich. Und wo, bei dem ich immer weiß, okay, mit dem fühle ich mich immer frisch und rieche gut, wenn ich das verwende. Da wechsle ich nur ab und an mal die Duftrichtung, aber grundsätzlich benutze ich immer Rexona. Funktioniert für mich richtig, richtig gut. Da ist Aluminium drin, aber wie wir alle wissen mittlerweile, ist gar nicht mehr so richtig bewiesen, ob das krebserregend ist oder nicht. Und nachdem es für mich das Einzige ist, das funktioniert, benutze ich das auch weiterhin. Dann habe ich noch eine Zahnpasta. Das ist die White Now von Signal. Die ist blau und macht dadurch, lässt die Zähne dadurch weißer wirken. Und ich finde, wenn man einen Anlass hat, wo man sagt, zu dem möchte ich ein bisschen weißere Zähne haben, funktioniert die gut. Langfristig ändert die nichts. Also dadurch, dass es, das funktioniert ja so, dass Blau und Gelb so ein bisschen Komplementärfarben sind und dadurch das Ganze dann sich ausgleicht und weißer wirkt, hält nicht sonderlich lange an. Also ist es tatsächlich so, wenn man sagt, oh, ich habe da, keine Ahnung, bin auf eine Hochzeit eingeladen oder so, Geburtstag und möchte irgendwie nice aussehen, möchte schönere, weißere Zähne haben, dann funktioniert die ganz gut. Einen langfristigen Effekt hat die tatsächlich nicht, würde ich behaupten. Aber das ist auch das Coole, weil andere Whitening-Zahnpastas funktionieren ja so, dass sie ein bisschen was von deinem Zahnschmelz abschmirgeln und das macht die tatsächlich nicht. Sondern die klatscht halt einfach nur ein bisschen Farbe oben drüber. Ja, also von daher finde ich das eine coole Alternative, funktioniert für mich ganz gut. Ja, kann ich empfehlen. Kostet ein bisschen mehr, von daher würde ich die jetzt nicht jeden Tag wahrscheinlich verwenden, aber so anlassbezogen kann man das schon mal machen. Dann als nächstes haben wir von Garnier Hautklar das tägliche Waschgel. Mochte ich so lala, ich fand es ein bisschen austrocknend auf meiner Haut. Ich habe es dann zwischenrein einfach als Duschgel bzw. Handseife benutzt. Da hat es wunderbar funktioniert. Für mein Gesicht hat es leider nicht ganz so gut funktioniert. Ich fand es ein bisschen austrocknend tatsächlich. Aber es ist auch Anti-Pickel und Anti-Pickel-Sachen sind ja immer ein bisschen austrocknend. Von daher, ja, war einfach quasi mein Fehler, sowas zu kaufen und zu denken, das wird mit diesen paar Unreinheiten, die ich ab und an mal habe, gut funktionieren, weil dafür war es einfach ein bisschen zu stark formuliert für mich. Eine mildere Reinigung ist da einfach besser, aber als Handseife oder Duschgel hat es ganz gut funktioniert und war dann auch relativ schnell leer. Von daher würde ich jetzt für mich nicht mehr kaufen, aber wenn man dann eine fettigere Haut hat, ist das glaube ich gar nicht schlecht. Da ist, meine ich auch, ja, Niacinamid drin und BHA, also eigentlich ganz coole Inhaltsstoffe. Ja, wie man merkt, ich habe so gar keine Ahnung eigentlich von Hautpflege, nur so ganz basic Sachen, weiß ich. Von daher müsstet ihr vielleicht nochmal bei jemand anderem vorbeischauen, wieso die Meinung dazu ist. Ich fand es jetzt nicht verkehrt, aber für meinen Hauttyp ist es halt leider nicht geeignet. Dann kommt als nächstes was für die Lippen. Ich habe ja immer mega trockene Lippen und habe in letzter Zeit dann ganz gerne von Labello diesen Made Repair benutzt. Der hat, glaube ich, auch Sonnenschutz. Naja, 15 kann man auch vernachlässigen, aber der funktioniert ganz gut, der Labello. Da habe ich auch noch irgendwie zwei, drei bei mir rumfliegen, aber was tatsächlich bei mir richtig gut funktioniert,
ist die Kaufmannskindercreme. Also das habe ich jetzt wieder gemerkt. Ich habe mir da wieder eine Packung gekauft und benutze es aktuell immer nachts, bevor ich schlafen gehe, packe das auf die Lippen drauf. Es ist einfach tausendmal besser als so ein Labello. Der ist nicht schlecht. Also von den Labellos, die es gibt, finde ich, ist das einer der besten. Aber tatsächlich, Kaufmannskindercreme ist für mich das absolut Beste. Für unterwegs sind aber diese Labellos eigentlich auch ganz gut. Dann haben wir mal wieder eine Haarkur gehabt, die in so einer Haarfärbepackung mit drin ist. Immer wenn man sich zu Hause die Haare färbt, ist sowas mit drin. Und ich frage mich ja, was in diesen Packungen drin ist, weil diese Formulierung finde ich in keiner anderen Haarkur drin. Also nie sind meine Haare danach so weich und so glatt und so glänzend wie mit denen. Also keine Ahnung, was da der Unterschied ist, was da drin ist, was in anderen Haarkuren nicht drin ist. Falls ihr wisst, ob es diese quasi auch ganz normal ohne Haarfärbemittel zu kaufen gibt, in einer größeren Verpackung, dann lasst es mich gerne wissen. Ich weiß, dass man die einzeln kaufen kann, aber da sind 50 Milliliter drin. Das brauche ich ja innerhalb von kürzester Zeit normalerweise auf. Also da hätte ich schon gerne eine größere Verpackung. Falls ihr da was kennt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil das ist eigentlich nicht schlecht, finde ich. Das pflegt die Haare immer sehr, sehr gut und die werden sehr, sehr weich davon. Dann habe ich was anderes aufgebraucht, was ich auch schon sehr, sehr lange mit mir rumschleppe. Und zwar von Matt Masky, das Melting Matte Cleansing Mask, die Mask. Die habe ich eine Zeit lang jeden Morgen verwendet. Macht man quasi aufs Gesicht drauf, also man wäscht sich das Gesicht mit Wasser, packt die drauf, putzt sich die Zähne und dann wäscht man es ab. Und das fand ich schon ganz cool, aber ich fand es irgendwann so ein bisschen zu anstrengend. Also klingt jetzt auch ein bisschen albern, dass das anstrengend war, aber das war irgendwie so ein langer Prozess, sich das Gesicht zu waschen, dann das draufzupacken, dann Zähne putzen, das einwirken lassen, dann wieder abwaschen. Irgendwie fand ich das zu umständlich. Ich möchte was draufpacken und direkt runterwaschen. Das erscheint mir einfacher. Von daher würde ich das nicht mehr nachkaufen, auch wenn ich das Produkt an sich nicht so verkehrt fand. Also meine Haut war danach schon gut gepflegt. Also ist auch für Sensitive Skin, genau. Also sehr gut für meine Haut, weil ich habe ja schon so eine sensitive Haut, die da ein bisschen rumzickt. Und das habe ich ganz gut vertragen. Also wenn es ein bisschen einfacher wäre in der Anwendung, dann würde ich es wahrscheinlich auch weiterhin noch verwenden. Aber so kaufe ich es leider nicht nach. So, dann kommen wir jetzt auch schon zu den letzten drei Sachen. Und tatsächlich habe ich nur eine Make-up-Sache in den letzten Wochen und Monaten aufgebraucht, was ich schon ein bisschen erstaunlich finde, dass da nicht mehr gegangen ist. Aber gut, ein Großteil von dem, was ich verwende, tagtäglich ist ja auch im Project Pan drinnen. Deswegen landet wahrscheinlich auch nicht so viel in dieser Tüte. Aber ich habe tatsächlich eine Mascara aufgebraucht. Das ist von Catrice, die Glam & Doll in Wasserfest. Und die finde ich mega, mega gut. Die ist günstig, die funktioniert einwandfrei, die kaufe ich mir auch immer wieder nach. Ich hätte sie mir jetzt auch wieder nachgekauft, aber in meinem Vorrat sind, glaube ich, drei oder vier Mascaras drin gewesen. Deswegen habe ich mich zurückgehalten und habe sie nicht nachgekauft und verwende jetzt erstmal die anderen Mascaras und gucke, wie ich die so finde. Aber ich bin mir sicher, wenn ich meinen Vorrat an Mascaras aufgebraucht habe, dann wird diese hier von Catrice wieder in meinem Make-up-Täschchen landen. Da bin ich ganz, ganz sicher, dass die wieder kommen wird. Ich liebe die, ich finde die mega gut. Die hält, die verwischt nicht. Funktioniert für mich tatsächlich am allerbesten. Das nächste Produkt ist so ein bisschen eine Mogelpackung, weil das ist von Sundance die Sonnencreme, 30er Körpercreme. Und ich habe sie tatsächlich nicht ganz aufgebraucht. Das ist eine 150er Packung und die darf man nicht ins Handgepäck nehmen, wenn man fliegt. Deswegen musste ich die in eine kleinere Flasche umfüllen. Und die kleinere Flasche, da habe ich noch so einen kleinen Rest drin. Aber ich bin mir sicher, in den nächsten Wochen und Monaten wird der bestimmt auch aufgebraucht. Und diese Verpackung kann auch entsorgt werden. Ich mag die tatsächlich für den Körper ganz gerne. Funktioniert bei mir sehr, sehr gut, dass ich davon keinen Sonnenbrand kriege und auch keinen Ausschlag. Also perfekt für mich und meine sensitive Skin, Haut, wie auch immer. Auf jeden Fall für mich funktioniert die einwandfrei und ich mag die sehr, sehr gerne. Und dann zum Schluss habe ich noch von Kiehl's die Ultra Facial Cream aufgebraucht. Die mag ich ja auch sehr, sehr gerne und ich hätte sie mir auch wieder nachgekauft. Aber in meinem Vorrat, wie ihr wisst, sind sehr, sehr viele Cremes noch enthalten. Und deswegen habe ich mir die nicht nachgekauft. Ich habe mich zurückgehalten und benutze jetzt erstmal meinen Vorrat auf. Da ist jetzt auch, das sind glaube ich noch drei Stück drin. Also bis ich mir die wieder nachkaufe, wird es noch ein bisschen dauern. Aber wenn dann der ganze Vorrat aufgebraucht ist, freue ich mich dann auch drauf, die wieder zu benutzen und nachzukaufen.
Oder vielleicht entdecke ich ja jetzt durch meinen Vorrat irgendeine andere Creme, die ich toll finde und dann die auch günstiger ist und die ich dann in Zukunft verwenden werde. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wir haben 16 Sachen aufgebraucht. Das finde ich schon richtig, richtig gut. Das heißt, 16 Sachen können wieder aus meinem Vorrat raus und ich habe mehr Platz in meinem Schrank. Das freut mich immer sehr. Ihr habt gemerkt, dass da einige Produkte dabei sind, wo ich sage, puh, ich bin echt froh, dass es leer ist, weil würde ich mir nicht nochmal kaufen, hat mich nicht so richtig überzeugt. Aber es sind auch ein paar Sachen dabei, die würde ich mir immer, immer wieder kaufen. Aber weil ich so viel in meinem Vorrat habe, kaufe ich da erstmal nichts nach. Das ist auch eigentlich ganz cool, dass ich jetzt quasi in meinem eigenen Vorrat shoppen gehen kann und mir aussuchen kann, was möchte ich da als nächstes probieren. Aber natürlich würde ich viel lieber die Sachen verwenden, die ich richtig gut finde und die richtig gut funktionieren für meine Haut. Aber wer weiß, vielleicht entdecke ich ja einen neuen heiligen Gral mit meinem Vorrat. Bleibt dran, falls euch das interessiert. Ich update euch da gerne, was in meinem Beauty-Vorrat so alles los ist, wie schnell oder langsam wir Sachen aufbrauchen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao! Ich glaube, wir haben es durch dieses Video durchgeschafft, ohne dass auch nur ein Krankenwagen durchgefahren ist. Das ist überraschend. Normalerweise passiert das immer. Crazy. Was ist da los heute? Ist ja gut. Heißt, Leute, es haben sich keine Leute verletzt. Das finde ich schon gut. Weiter so.